Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich zeige Ihnen jetzt das nützlichste Tool, das ich jemals kennengelernt habe. Ich würde dieses Tool niemals mehr hergeben. Mit diesem Tool werden Sie nämlich niemals ein Passwort vergessen und auch nie wieder über ein Passwort nachdenken müssen, weil automatisch hier alles gespeichert ist und es ist völlig kostenlos. Seien Sie gespannt, bleiben Sie dran. Ja, nochmal herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, Ihr Passwort werden Sie nie wieder vergessen oder Ihre Passwörter werden Sie mit dieser Webseite nie wieder vergessen. Das ist eigentlich eins der allertollsten Tools, die ich jemals genutzt habe. Und das ist auch eines der Tools, das ich nie wieder hergeben möchte, nämlich LastPass.com heißt diese Webseite. Ich zeige Ihnen jetzt gleich, was Sie mit LastPass machen können. Es sei nur so viel gesagt, Sie brauchen hier nur ein einziges Passwort, nämlich dieses Passwort, das Sie für LastPass selber verwenden, also Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort, zugegeben ein richtig gutes Passwort, ein umfangreiches, aber für alle anderen Webseiten brauchen Sie nie wieder ein Passwort. Dann überlegen Sie mal, Sie sind auf Facebook, Sie sind auf Xing, dann sind Sie in den ganzen Bookmarking-Seiten eingetragen. Da kann man nicht überall dieselben Passwörter verwenden, weil teilweise andere Voraussetzungen herrschen. Dann sind Sie vielleicht auf YouTube, dann sind Sie auf Twitter, dann sind Sie auf LinkedIn. Das sind alles Passwörter, es kommen, keine Ahnung, ich sag 30, 40 Passwörter habe ich auf jeden Fall bereits beieinander und ich hatte das früher immer auf einen Zettel aufgeschrieben, auf eine Liste. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder irgendwo auf einer neuen Seite angemeldet habe, habe ich da wieder weitergemacht und dann, das kennen Sie sicher, dieses Problem, dann sucht man auf der Liste, wo habe ich denn jetzt diesen Internetdienst aufgeschrieben, was ist das Passwort, dann hat man vielleicht nicht richtig schön geschrieben, weil man Groß-Klein-Kombinationen hatte, dann kann man sich nicht einloggen. Das ist alles die größte Katastrophe für einen Internetmarketer, das kenne ich nur zugute und mit dieser Seite ist das jetzt alles vorbei. Alles was Sie tun müssen ist, Sie gehen jetzt auf lastpass.com, dann kommen Sie genau auf diese Seite. Und dann gibt es hier zwei Versionen. Eine ist völlig kostenlos, die nutze ich. Die zweite kostet 12 Euro im Jahr. Die hat dann den Vorteil, dass man von überall auf der Welt auf diesen Account zugreifen kann. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, was das Ganze macht. Ich gehe jetzt mal hier von LastPass wieder weg. Und Sie haben, wenn Sie das dann installiert haben, da folgen Sie bitte einfach dieser Anleitung. Hier oben zum Beispiel beim Firefox ist so ein kleines Icon. Beim Safari ist das wieder woanders, aber ich nutze hauptsächlich den Firefox-Browser und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann öffnet sich das Fenster und dann kann ich hier auf mein LastPass-Tresor gehen. Da gehe ich jetzt drauf. Sie sehen jetzt, hier habe ich alle meine, Entschuldigung, alle meine Seiten und Dienste, die ich so nutze, die habe ich hier drinnen gespeichert. Das geht auf zwei verschiedenen Varianten, nämlich erstens, wenn Sie zum Beispiel jetzt bei Xing reingehen, Sie loggen sich bei Xing ein, dann fragt Sie LastPass sofort, da öffnet sich so eine kleine Leiste im oberen Bereich, dann fragt Sie, ob sich jetzt LastPass dieses Passwort merken soll von Xing und dann brauchen Sie eigentlich nur auf Ja klicken und dann haben Sie das in Zukunft hier gespeichert. Sie brauchen dann nur noch angeben, wie der Überordner heißen soll und wie dann eben der Eintrag in diesen Ordner heißen soll. Das ist ganz eine tolle Sache. Ich zeige es Ihnen jetzt hier mal anhand von Facebook. So, wo habe ich Facebook? Hier habe ich Facebook. Wenn ich hier runterklicke, dann habe ich hier den Facebook-Login. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann öffnet mir LastPass sofort Facebook. Genau, bin schon drinnen, brauche kein Passwort mehr, ich gehe jetzt hier wieder raus. Eine völlig geniale Sache. Ja, dann, was zeige ich Ihnen jetzt noch? Das ist mal die Variante 1, weil, oder hier die Video Traffic Academy, das zeige ich Ihnen auch noch. Das ist ein amerikanischer Videokurs, den ich mir mal gekauft habe.
Hier öffnet er die hinterlegte Seite und tragt dann gleich das Passwort ein. Okay, das dauert jetzt hier ein wenig. Aber jetzt bin ich schon wieder da. Das passt meine Zigarette an. Und bin schon drinnen. Ich brauche wirklich, wie Sie sehen, keine Passwörter mehr. Das ist alles erledigt. Und ja, das ist jetzt mal die Variante 1. Indem Sie einfach sich einmal einloggen in die Seite, bevor Sie das erste Mal nutzen, und dann fragt sie eben LastPass, ob das gespeichert werden soll. Sie haben aber auch hier die Möglichkeit, manuell eine Seite hinzuzufügen, ohne dass Sie sich vorher einloggen. Sie können ein Fenster aufmachen und dann eintragen, zum Beispiel xing.com, Ihr Passwort, und dann speichern. Dann haben Sie hier drinnen den gleichen Effekt. Ja, das sind jetzt mal so die Funktionen von LastPass, die ich nutze. Sie könnten dann auch noch Ihre Kreditkartendaten hier hinterlegen. Da gibt es dann nochmal einen sichereren Ordner. Das mache ich allerdings nicht, da bin ich sehr skeptisch. Und ja, das ist es jetzt zu LastPass. Also, das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ist sehr zeitsparend und hier haben Sie immer alles drinnen. Sie brauchen nur ein einziges Passwort. Es ist alles relativ leicht erklärt. Ich zeige hier nicht alles vor. Das ist nicht Sinn dieses Videos. Ich möchte hier nur die Idee geben und die Empfehlung für diese Seite. Beschäftigen Sie sich mit LastPass. Das ist wirklich ein geniales Ding. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn das Video gefallen hat, wie immer, geben Sie mir ein Gefällt mir, teilen Sie es auf Social Media, gern können Sie mir auch Ihren Kommentar hinterlassen und vergessen Sie bitte auf keinen Fall jetzt meinen Kanal zu abonnieren. Irgendwo im Video ist ein Button, wo Sie das mit einem Klick tun können. Gut, das war's jetzt zu diesem Video. Ich freue mich aufs nächste. Wiedersehen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Benjamin Weibel. Und Sie sind jetzt kurz davor, einen der kraftvollsten und powervollsten Sätze zu lernen, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Bei mir hat dieser Satz beinahe alles verändert. Ich habe durch diesen Satz die Möglichkeit, meine Produkte und Dienstleistungen, ja, ich sag mal, fast jeden zeigen zu können, ohne Ablehnung und ohne zurückgewiesen zu werden. Das war ein Problem, das ich ganz lange hatte. Und als ich diesen Satz zu verwenden begann, da hat sich wirklich alles verändert. Ich habe das erste Mal diesen Satz versucht in meinem Hauptberuf.